Herzlich willkommen! In diesem kurzen Video zeigen wir, wie Sie Ihr Dicta 7 Standalone Kit ganz einfach zur Transkription vorbereiten. Zu Beginn sollten Sie sicherstellen, dass an Ihrem Gerät die richtigen Einstellungen vorgenommen sind. Dafür müssen Sie das Dicta 7 in den Menümodus versetzen. Schalten Sie Ihr Diktiergerät ein, indem Sie den Power-Button so lange gedrückt halten, bis der Begrüßungsbildschirm erscheint. Drücken Sie zunächst den Menüknopf. Wählen Sie erst Profile und dann den Menu-Mode aus. Bestätigen Sie die Vorgänge mit der OK-Taste. Sie befinden sich jetzt im Menümodus und können weitere Einstellungen vornehmen. Beachten Sie bitte, dass die folgenden Änderungen nur im Menümodus vorgenommen werden können. Zunächst passen wir die Einstellungen für den Fußschalter an. Sie können die Funktionen der Pedale individuell belegen. Hier zeigen wir, wie Sie optimal für die Transkription eingestellt werden können. Dafür muss das Diktiergerät in der Docking Station stehen und der Fußschalter angeschlossen sein. Betätigen Sie als erstes die Menütaste und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt Geräteeinstellungen. Drücken Sie die OK-Taste. Springen Sie nun zum Unterpunkt Fußschalter und dann zu mittleres Pedal. Wählen Sie abschließend die Einstellung Schneller Vorlauf und speichern Sie den Vorgang mit der Taste Sichern. Das Dicta 7 verfügt ebenfalls über die Möglichkeit, einen Kurzrücklauf in Verbindung mit dem Play-Taster zu aktivieren. Das Diktat springt dann nach einer Pause automatisch zu einem Punkt einige Sekunden vorher. Diese Funktion erleichtert die Transkription, da Sie den eben getippten Teil noch einmal abhören können, ohne manuell zurückspulen zu müssen. Sie können sogar die Dauer dieses Sprungs selbst festlegen. Wechseln Sie zunächst wieder in das Menü und navigieren Sie zu den Geräteeinstellungen. Wählen Sie den Punkt Fußschalter und danach die Option Kurzrücklauf. Legen Sie nun die Dauer des Sprungs in Sekunden fest und bestätigen Sie die Veränderungen mit dem OK-Button und der Taste Sichern. Sie können die Einstellungen dann über die Zurücktaste verlassen. Sie können außerdem die Funktionsweise des Play-Tasters einstellen. Hierfür benötigen Sie nur den Fußschalter. Bei aktivierter Rastfunktion genügt es, das Pedal nur einmal für Start und einmal für Stopp zu betätigen. Wenn die Tastfunktion aktiviert ist, läuft die Wiedergabe, solange Sie den Schalter gedrückt halten. Welche Funktion gewählt wurde, zeigt die Umschalttaste auf der Rückseite an. Im letzten Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie den Lautsprecher des Dicta 7 ausschalten, um die Wiedergabe während des Tippens über die Kopfhörer anhören zu können. Gehen Sie zunächst in das Menü und wechseln Sie zu den Geräteeinstellungen. Wählen Sie dann den Punkt Lautsprecher und schalten Sie ihn aus. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Vergessen Sie bitte nicht, den Vorgang am Ende durch das Betätigen des Sichern-Feldes zu speichern. Ihr Dicta 7 Standalone Kit ist nun optimal für die Transkription vorbereitet. Die Einstellungen sind abgeschlossen und Sie können wieder in den Easy Mode wechseln. Drücken Sie hierfür wieder den Menüknopf und wählen Sie dann Profile aus. Aktivieren Sie den Easy Mode und bestätigen Sie den Vorgang mit der OK-Taste. Ihr Gerät ist jetzt bereit für die Transkription. Weitere Informationen und Hinweise zur Inbetriebnahme Ihres Dicta 7 Standalone Kits finden Sie auch in unserem Erklärungsfilm.